Ja, hallo, liebe Modellbahnfreunde. Ich möchte euch heute mal meinen Decoder vorstellen, wo ich meine Weichen und Signale mit ansteuere. Meine Anlage, die ich hier, meine Spur-Null-Anlage, die ich seit 2007 gebaut habe, verwende ich ausschließlich Servos. Und zwar eigentlich ganz preiswerte vom Elektronikversand. So, aber die werden grundsätzlich ja durch einen Decoder, müssen die gesteuert werden. Und das möchte ich jetzt mal zeigen. Ich verwende hier den Elektronikbausatz, den Flisterantrieb für, und der ist für zwei Servos, der WA5. WA5 ist mit einer automatischen, mit Rückmeldekontakten, zwei Rückmeldekontakte und dann gibt es den auch noch als WA5 Mini. Und der hat keine Rückmeldung, die kann man aber gut für Schranken oder Toröffnung oder so benutzen. So, ich habe jetzt mich immer für den Bausatz entschieden. Ich habe auch Spaß am Basteln. Dazu benötigt man natürlich eine Lötstation, eine gute und mit einer dünnen Spitze und dünnes Lötzinn. Ja, und allzu schwer ist es nicht. Es ist sehr gut beschrieben. Ich zeige das noch mal eben. So, ich habe das jetzt mal aufgeschlagen. Ich fahre mal ein bisschen weiter ran. Hier ist eine exakte Positionierung, wie die Bauteile positioniert werden müssen. Und hier ist dieser Plan, wie man vorgeht. Von Schritt 1 bis 16. Ist also eigentlich kein Problem. Man kann da nicht allzu viel falsch machen. Und dann kann ich auch noch mal, zeige das mal eben. Hier gibt es auch, so sieht es dann als Foto fertig aus. Dann kann man das auch noch mal vergleichen. So, ich habe jetzt mal einen zusammengebaut. So. Ich habe ungefähr 1,5 Stunden dafür benötigt, dann hatte ich den zusammengelötet, obwohl ich jetzt fast ja, 8 oder 10 Jahre keinen mehr gebaut hatte. Das war, ist aber nicht allzu schwer. Wer sich das nicht zutraut, ist überhaupt kein Problem. Das Ganze gibt es auch als Fertigprodukt. Ich glaube, dann ist er 12 € teurer, aber da will ich mich nicht genau festlegen. So, jetzt zeige ich mal, wie das Ganze funktioniert. Achso, das sind nochmal, ich habe die mal eben getrennt. Das sind die beiden Baugruppen. Dieses hier ist normalerweise der WA5 und so wäre er als Mini geliefert. Und hier ist der WA5 komplett. Hier habe ich hier 4 Relais. Das sind immer grundsätzlich für zwei Servos. Die werden hier angesteckt. Und hier sind die Rückmeldekontakte. Weil ich auf meiner Anlage schon über 30 Servos im Betrieb habe und alle Decoder dafür gebaut habe, da habe ich mir ein kleines Servoprüfgerät angeschafft. Das zeige ich mal hier. So. Da habe ich dann meine Taster und dann kann ich sehen, ob ich alles richtig gelötet habe oder ob ich da irgendwo eine kalte Lötstelle habe oder dass irgendwas nicht funktioniert. Das zeige ich gleich mal. So, ich habe jetzt hier alles angesteckt. Hier ist die Spannungsversorgung. Das ist egal, ob Gleichstrom, Wechselstrom, 12 bis 16 Volt, das ist egal. Hier ist jetzt mein Programmiertaster. Der sieht so aus. Das ist für die beiden Richtungen und das ist ein und aus, wo ich das mit schalte. So, ich habe jetzt mein Servo angesteckt. Hier vorne. So, und jetzt programmiere ich die Lage. So, ich zeige jetzt mal, wie ich die Lage der Weiche programmiere. Ich drücke zuerst die schwarze Taste kurz und dann sage ich so,
die grüne Taste, die eine Richtung, drücke ich die grüne und dann bewegt sich in die Richtung. So, und wenn ich sage, ist gut, dann quittiere ich das. Jetzt kommt die Gegenrichtung, drücke ich wieder die schwarze Taste, einmal kurz, dann den roten, andere, und jetzt geht das in die andere Richtung. So, und quittiere. So. So kann ich das jetzt, so geht die Weiche hin und her. So, und jetzt habe ich aber auch eine Möglichkeit, die Geschwindigkeit anzupassen. Und zwar, da blätter ich mal eben um. So, die Geschwindigkeit, die steuere ich jetzt. Einmal jetzt muss ich jetzt einmal schwarz kurz, schwarz kurz, schwarz kurz. So, und jetzt sehe ich, der geht immer hin und her. So, und jetzt kann ich mir das aussuchen. Wenn ich jetzt langsamer möchte, dann drücke ich die mit Rot, die rote. Damit verlangsame ich das. Dann kann ich das also schön langsam. So, und wenn ich sage, ist gut, dann quittiere ich das und dann ist es in Ordnung. So, und jetzt kann ich das erkennen. So, wenn ich jetzt die Weiche stelle oder so. Und so sieht das aus. Das ist eine schöne Sache. So, und bei mir ist es jetzt hier, aber das braucht man normal überhaupt nicht. Aber das ist nur meiner Bastelleidenschaft geschuldet. Ich drücke jetzt hier eine Taste. Dann sehe ich das jetzt hier alle nach rechts. Ich habe die rechte Taste gedrückt und alle Signalisierungen gehen nach rechts. Drücke ich die linke, dann geht alles nach links. So, das ist ganz einfach. So, und dann nochmal vorab, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Signal, dann habe ich das ganz einfach gemacht. Ich habe mir hier eine Lüsterklemme, ich weiß nicht, ob man das so erkennen kann, eine Lüsterklemme entkernt und dann das Loch etwas aufgebohrt. Ich demonstriere das, ich habe das jetzt hier nicht befestigt. So, und jetzt kann ich hier, man muss sich jetzt hier denken, da ist jetzt ein Signal dran. Und so würde jetzt das Signal betätigt werden. Das ist einfach eine ganz preiswerte Lösung. Achso, noch etwas, mein ominöser Halter, das ist ganz einfach. Da habe ich ein Stückchen Aluwinkel. Und da habe ich mir ein paar Zentimeter abgesägt und hier einen Einschnitt mit der Metallsäge reingesägt und vier Löcher gebohrt. Jetzt habe ich hier ganz preiswerten Halter. Ja, ich mache eigentlich alles selbst bei mir. Da habe ich auch Spaß dran. So, ich zeige das jetzt mal an einer eingebauten Weiche, wie das bei mir in der Praxis aussieht. Ich lege jetzt hier die Lage fest. Ne? Jetzt geht sie darüber. Und jetzt kann ich ganz genau, bis die den Anschlag erreicht hat und dass die Zunge, und das kann ich dann auch prüfen, ob die Federspannung ausreicht oder ob ich dann noch ein bisschen. So, das ist jetzt in Ordnung. Jetzt kommt die Gegenrichtung. So, jetzt programmiere ich die Gegenrichtung. Ne, jetzt geht die andere Seite auch auf Anschlag. Ich prüfe mal eben. Ja, das ist okay mit der Federspannung. So, und gut ist. So, das ist jetzt die Geschwindigkeit. Und jetzt kann ich dann auch nochmal, ich zeige das nochmal mit der Geschwindigkeitseinstellung. So. Ne, so würde das jetzt schneller gehen. Und ich
suche mir jetzt die gewünschte Geschwindigkeit aus und mache das langsamer, dass die Weiche schön langsam geschaltet wird. So ist es erreicht, das Ziel. So, und jetzt mache ich das mal, wie die Weiche im Betrieb ist. Ich die jetzt mal schalte. Ja, ich finde, das ist doch schon relativ vorbildgerecht. So, ehe ich jetzt zum Signal gehe, zeige ich nochmal, wie sich die Weichenrückmeldung auswirkt auf meine Anlage. Ich habe mir ein Stellpult gebaut und mit den Rückmelde-LEDs zeige ich das mal. Ich habe jetzt hier eine Eintastenbedienung. So, und wenn ich jetzt eine Weichenstraße einstelle, dann drücke ich eine Taste. So, jetzt zeigt er mir an, welche Taste ich gedrückt habe, und jetzt sehe ich, das ist so geschaltet. Durch die LEDs ist das hier ausgeleuchtet. So kann ich das erkennen, mein Fahrweg erkennen, ob der richtig ist. Wenn ich jetzt einen anderen Weg wähle, nehmen wir mal jetzt diese Taste, dann habe ich das hier so ausgeleuchtet. Oder ist jetzt dieser Weg. Das ist eigentlich auch interessant, da kommen bei mir auch alle Besucher sofort mit klar. Und für die Signale habe ich Schalter. Und wenn das Signal hoch ist auf HP1, dann ist es grün. Oder umgekehrt. Das ist eigentlich ganz praktisch und übersichtlich. Und so, und jetzt zeige ich nochmal, wie das bei meinem Signalen aussieht. Dieses hier ist jetzt ein selbstgebautes Weihnachtssignal. Und das schalte ich jetzt mal eben. Mit HP1. Ich hätte jetzt auch noch die Programmiermöglichkeit mit Nachwippen und so, aber das erspare ich mir. Das ist mir alles zu viel. Dann zeige ich nochmal eben einen Schrankenantrieb. Die Bahnschranke, die habe ich auch selbst gebaut. Und die betreibe ich jetzt in diesem Moment nicht mit dem WA5, sondern da habe ich den Flüsterantrieb von Rautenhaus. Der ist auch sehr gut, das ist ein Fertigprodukt. Jetzt zeige ich mal eben, wie schön langsam das Ganze hochgeht. Und jetzt geht's wieder. Das sind die vielen Möglichkeiten, die man mit dem Servoantrieben hat. Das ist wunderschön. Ja, das war so mein kleiner Beitrag. Ich hoffe, ich habe ein bisschen Werbung gemacht für Servomotoren. Welches Fabrikat vom Decoder, das spielt keine Rolle. Da gibt es so viel auf dem Markt und das muss sich jeder selber aussuchen. Mein WA5 ist natürlich nicht gerade die preiswerteste Lösung. Und das geht allenfalls, wenn man das selber baut. Also mein Bausatz selber, ich habe ja jetzt gerade wieder neu gekauft. Und das ist immer für zwei Servos. Ich habe 28,90 Euro bezahlt. Also, 27,90 Euro. Und
heißt also ungefähr 28 Euro für zwei Servos. Und ja, 14 Euro und dann vielleicht noch 5 Euro für den Servo selber. Dann komme ich pro Weiche oder Signal mit 20 Euro hin. Das ist natürlich nicht billig, aber trotzdem eine sehr komfortable Lösung. Das ist jetzt mein Beitrag so. So hätte ich das gerne. Ich habe das gerne komfortabel und ich kann das beliebig programmieren. Und wenn sich später mal irgendwas verschiebt oder so, dann kann ich das jederzeit nachprogrammieren. Also das ist eigentlich eine gute Lösung. Und was bei mir ganz wichtig ist, separater Stromkreis, also für die Servos. Ich habe das nicht, ich kann die auch, könnte auch die Weichen über DCC schalten, über meine Gleichspannung, aber das habe ich nicht, ich habe das bewusst getrennt. Denn wenn das eine gestört ist, dann funktioniert wenigstens noch das andere. Ansonsten wird es immer schwieriger, da irgendetwas herauszufinden. Also zumal, wenn man jetzt mehrere Weichen hat. Und bei mir ist das schon erheblich mit 33 Servos. Und da kommen jetzt ja noch mal ein paar dazu, weil ich werde mir noch ein paar Signale bauen. Und ja, das entwickelt sich dann so. Ja, so vielen Dank fürs Zuschauen.